willkommen heute zu einer weiteren Folge, was ich an einem Tag esse. Es ist Challenge Tag 13 und ich werde auf jeden Fall mal anfangen zu tracken, was ich heute esse, denn heute Abend, ach, es ist einfach, ne, ich mit meiner 5-Tage-Woche und an den 5-Tage, also ich will nicht an den Tagen, wo ich ins Krankenhaus gehe, filmen, weil ich da mit Leuten zusammen bin, entweder mit den Ärzten oder mit den Krankenschwestern und dann halt mein Essen filmen, das ist kacke. Also versuche ich das an den Tagen zu machen, die ich frei habe. Aber die Tage, an denen ich frei habe, die nutze ich auch dazu, andere Sachen zu machen. Und so steht heute das Madame Moneypenny-Treffen an. Und das ist heute Abend. Und da wird natürlich wieder in ein Restaurant gegangen. Und da kann ich wieder nicht tracken. Also, ich fange einfach mal an zu tracken und dann gucken wir mal, was danach passiert. Es gibt... Was habe ich gemacht? Es gibt, wie immer, Weißkohl und Haferflocken. Und ich drehe die Kamera um und zeige euch es bis jetzt. Also, hier, Weißkohl ist noch gar nicht gekocht und Haferflocken mit Chia und Paranuss und Kaffee. Der ist jetzt halb koffeinfrei. Ich bin jetzt innerhalb der Challenge von 2 Tassen Kaffee auf eine halbe runter. Das ist schon mal gut. Obwohl es natürlich nicht challenge-tauglich ist, übrigens. So, ich zeige euch, wie es fertig aussieht. Und hier ist Frühstück Nummer 1. Weißkohl, ca. 250 Gramm. Glaube ich, was nicht challenge-konform ist, dann eigentlich so mehr ist. Habe ich kocht, aber gut zurecht. Und hier ist Frühstück Nummer 2. Haferflocken, also wie gesagt, eingeweicht. Was, habe ich eine Fliege? Es ist doch Winter. Banane drunter gematscht und Ananas oben drauf. Und das war's. Es ist 11:45 oder so. Ich habe unglaublich viele Gemüsereste. Irgendwie... Solavi-Sachen oder ich habe zu viel gekauft oder Kohlgemüse ist so wahnsinnig. Kohlgemüse hält ewig. Man kann so viele Mahlzeiten aus Kohlgemüse machen und ich habe letztens einen Kohlrabi von Solavi bekommen, der ist so groß wie mein Kopf. Den muss ich immer noch aufessen. Also gibt es irgendwie jetzt während der Challenge gerade hauptsächlich einfach Resteesserei. Und das Lustige ist, es stört mich überhaupt gar nicht. Ich habe schon in anderen Momenten mal gesagt, mein Essen langweilt mich. Stimmt aber gar nicht, das war mein Leben, das mich langweilt. Jetzt gerade langweilt mich mein Leben nicht. Und ich brauche mein mieses Leben auch nicht aufpushen mit Essen. Und das ist, von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet. Naja, jedenfalls koche ich jetzt wieder Reste. Und ich zeige die euch auch mal. Also, was heißt Reste mit ein bisschen Aldi-Gemüse? So ungefähr. Ich drehe mal die Kamera um. So, also das Weiße da ist ein Stück von dem kopfgroßen Kohlrabi. Dann hatte ich noch eine Möhre irgendwann mal gekauft. Dann ist da noch rote Beete, ebenfalls von Solavi. Ich habe eine Lauchstange gekauft, weil Aldi keine losen Zwiebeln hat, aber lauchlose. Und eine Zucchini ist da auch noch drin. Und unterdessen koche ich hier braunen Reis. Ach so, und da unten drunter sind rote Linsen, weil ich nur noch für eine Portion quasi Kichererbsen im Haus habe. Und ich koche jetzt für heute Mittag. Und für morgen Mittag, weil ich morgen PJ habe und Essen mit ins Krankenhaus nehmen muss fürs Mittagessen. Ja, und heute Abend gibt es dann, das ist zwar Quatsch, also ich mache natürlich keine Auswertung, heute Abend esse ich im Restaurant. Tja, ich sage euch gleich, wie es fertig aussieht. So, und da sind jetzt noch Reste von gestern drin. Reste von gestern und Kichererbsenreste von gestern. Und dazu kommt dann natürlich noch Reis. Fertig, und ich zeige euch, wie es auf dem Teller aussieht. So, da ist mein fast super fancy Mittagessen. Ich habe nicht alles zusammengeschüttet, ich habe den Reis separat gelassen und so getan, als wäre es ein Curry. Ach fuck, was mache ich denn jetzt? Mich selbst anstellen. Scheiße. Hi, Herz. Scheiße. Heute. Nein, das will ich nicht. Zur Auswertung. So, ich will gerade ein neues Video hochladen, muss den Kanal wechseln. So, also das ist jetzt hier Mittagessen. Und dann gibt es Dessert, ne? Und Dessert wird eine Banane. Und mein Mund ist noch nicht leer, man spricht nicht mit vollem Mund. Huh? Es ist 5:15 und ich habe heute Nachmittag festgestellt, als ich in Facebook geguckt habe, zu meiner Veranstaltung, wo ich klicken wollte, dass ich dahin gehe, dass die verschoben wurde auf übermorgen. Das ist jetzt doof, weil ich nicht mehr gezählt habe, also nicht mehr getrackt habe. Das ist aber auch doof, weil Mittwoch
Dienstags und Mittwochs bin ich doch immer im PJ und dann muss ich nach dem PJ noch woanders hin. Und ich verstehe überhaupt gar nicht, wie andere Leute das schaffen, nach der Arbeit abends noch wegzugehen. Ich will dann meine Ruhe, denke ich. Mal gucken. Mal gucken, ob ich da hingehe oder nicht. Aber ich will auch eigentlich Inspiration haben und so. Naja, jedenfalls ist jetzt 17 Uhr und ich kriege Hunger. Und es ist noch genug Rest von gestern da. Von heute Mittag da. Ich drehe mal kurz um. Also, das sind jetzt die Reste, die ich heute mitnehme. Nicht heute. Ich habe Wortfindungsstörung. Die ich morgen mitnehme zum PJ. Das sind noch Reste. Und da koche ich dann nochmal Reis. Und ich kann hier noch ein bisschen irgendwas Paprika reinschneiden oder so. Mal gucken, was ich noch habe. Und dann wird das Abendessen. Total langweilig, wa? Aber ansonsten war das Leben erfüllt, ne? Ich zeige euch, wie es fertig aussieht. Und da ist es. Sieht lecker aus. Und ist auch lecker. Und ja, mal gucken, ob es noch ein Dessert gibt, ne? Und das wird dann noch Dessert. Eine Kaki. Homie, was machst du? Nix. Oder willst du auf den Schoß springen? Naja, egal. Eine Kaki. So, das war also wieder einer meiner freien Tage. Gestern und vorgestern war die Hölle. Also PJ, beziehungsweise jetzt ist Donnerstag. Das habe ich gedreht am Montag. Also das PJ. Das PJ ist nicht, während ich da bin, die Hölle. Das PJ ist die Hölle außerhalb, weil mir Zeit für alles andere fehlt, was ich sonst so mache. Und da bin ich genervt. Also ich bin in der 5-Tage-Woche, bin ich einfach genervt. Ich habe das Gefühl, ich bin gestresst, weil ich die Sachen, die ich eigentlich machen will, nicht machen kann. Und führe das dann logischerweise darauf zurück, dass ich arbeiten muss. Aber wir sind ja jetzt, ich habe es getauft, Projekt Wahrer Norden. Das war mein Projekt für 2019, mein Vorsatz für 2019. Nämlich rauszufinden, was mich wirklich glücklich macht. Denn wenn ich Sachen mache, die mich nicht wirklich glücklich machen, Sachen, die mich stressen oder weißt du geil was, dann neige ich natürlich, genau wie jeder andere, auch vermehrt dazu, irgendwelche Substanzen zu missbrauchen. Das bedeutet, die Haus aus der Lustfalle Challenge ist sozusagen der Ernährungsteil, um seine Esssucht zu bearbeiten. Das Projekt Wahrer Norden ist das danach. Nämlich rauszufinden, was ist der Sinn des eigenen Lebens, was erfüllt einen, was nicht, was sollte man an Situationen verändern und zu welchen Situationen sollte man vielleicht seine Einstellung zu verändern. Denn das Problem ist nicht die Situation, sondern die Einstellung dazu. Und meine Einstellung dazu, dass ich nicht genug Zeit habe, die Dinge zu machen, die ich wirklich machen will, ist halt negativ. Denn ich will mich jetzt vor allem darauf konzentrieren, hier meine Website aufzubauen, hier silke-rosenbusch.de, das Coaching aufzubauen und auch Online-Kurse anzubieten, auch zum Thema Esssucht bzw. Raus aus der Lustfalle Challenge als Online-Kurs dann anzubieten. Und ja, das ist das, was ich eigentlich machen will. An den Tagen, wo ich das mache, fühle ich mich wohl, bin ich nicht genervt. An Tagen, wo ich ins PJ renne, bin ich abends genervt. Deswegen. So, und da im Rahmen von Projekt Wahrer Norden ist es natürlich so, dass ich erkennen muss, dass mich das nicht erfüllt, dass ich das nicht machen sollte, nämlich die Tätigkeit eines Internisten. Ich habe da diese Woche das Glück, mit einer wirklich tollen Ärztin zusammenzuarbeiten, die mich echt so rannimmt, mir Sachen beibringt, mir Sachen zeigt, mir hilft und dabei auch freundlich ist und nicht genervt. Und die steht auf den Stress. Die findet das so geil, dass es total stressig ist. Ich finde es auch scheiße, aber es macht ja auch Spaß. Und diese Mentalität habe ich nicht. Deswegen bringt es auch überhaupt gar nichts, mich da reinzuzwingen und das zu machen. Also Internist zu sein. Will ich ja eh nicht, wusste ich vorher schon. Aber ich will halt was machen, was zum einen im Rahmen meiner Talente liegt und was, wo ich eine Sinnhaftigkeit drin sehe und was mir erlaubt, so zu leben, wie ich gern leben möchte. Nämlich eben nicht mit einer 5-Tage-Woche von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags oder gegebenenfalls noch länger. Was mir gegebenenfalls auch die Möglichkeit gibt, irgendwann mal den Winter in Kalifornien zu verbringen und den Sommer in Köln. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, worauf will ich hinaus? Ich werde weniger arbeiten in Zukunft. Das ist das, was mir das sagt, was ich jetzt erlebe. Man kann nämlich, eigentlich kann man mit Suchtnahrungsmitteln, mit Kaffee, mit Rauchen, Saufen und so weiter, kann man dieses Gefühl
unterdrücken. Und der Sinn des Ganzen ist eben, das Gefühl wahrzunehmen und dann diese Lebenssituation zu ändern. Ich habe da auch noch Probleme mit, denn wenn ich nicht 5 Tage die Woche arbeite, habe ich weniger Geld. Und ich habe Angst davor, es nicht zu schaffen, über meine Online-Tätigkeit genug Geld zu generieren, um das auszugleichen. Also die Wahl zwischen zu wenig Geld haben oder unglücklich sein. Oder zu hoffen, dass sich das vereinen lässt. Also, dass man dieses zu viele Geld mit einer Tätigkeit, die einen glücklich macht, kompensieren kann. Ist nicht leicht. Macht mir Sorgen und ich spüre diese Sorgen stärker, wenn ich eben keine Drogennahrung esse. Aber wie gesagt, das ist der Sinn des Ganzen. Es geht um den wahren Norden. Es geht darum, den wahren Nordstern zu sehen, zu spüren, wo man wirklich hingehen sollte. Dazu ist das Belohnungssystem von der Natur angelegt worden. Das sagt uns nämlich über gute Gefühle, dass wir in die richtige Richtung gehen und über schlechte Gefühle, dass es die falsche Richtung ist. Und wenn wir die schlechten Gefühle nicht wahrnehmen, nämlich sie unterdrücken, dann wissen wir nicht, dass das die falsche Richtung ist. Da, 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 da. Ja, und Rauchen, Saufen, Fressen manipuliert das Belohnungssystem halt in der Richtung, dass man es durchhalten kann, etwas zu machen, was einen nicht glücklich macht. Und das will ich halt nicht. Ja, das jetzt alles nochmal dazu. Wollt ihr, dass ich das näher ausführe oder so? Oder war das verständlich? Oder interessiert euch das überhaupt gar nicht? Kann ja auch sein. Schreibt es mir unten runter. Ja, das war's. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt. Abonniert mich. Achso, und was ich dazu noch sagen wollte: Wenn man ein erfüllendes Leben hat, dann isst man nämlich, um satt zu werden und nicht, um sich sein Leben schöner zu machen. Stelle ich an den Tagen fest, in denen ich eben nicht ins PJ muss. Und das waren so Tage wie der Montag. Deswegen ist das Essen dann scheißegal. Also, ne, ich brauche keine Gourmet-Mahlzeiten, sondern ich will einfach nur satt werden und ausgewogen ernährt sein. So, das war's jetzt. Aber ich sage ciao. Bis morgen, eure Silke. Nein, für die Patrons bis morgen, für alle anderen bis Montag. Ach, Silke.